90,3% aller Nutzer, die meine Videos schauen, haben mich noch nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn das, was ihr seht, euch gefällt, denn damit unterstützt ihr mich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute möchte ich euch den Iveco Magirus in der Version 1.19 vorstellen für Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben 104 Downloads heute sowie 266 Downloads gesamt. Gucken wir mal in die Beschreibung rein. Die Beschreibung ist relativ kurz gehalten, aber dennoch, wer sich das durchlesen möchte, einmal kurz pausieren. Des Weiteren haben wir die Änderung Version 1.1.9 am 22. März um 7.12 Uhr hochgeladen. Wir haben ein Bild und das ist das Titelbild. Wir haben keine Videos vorhanden. Die Credits sind ebenfalls ausgefüllt. Wer sich die durchlesen möchte, einmal kurz pausieren. Und die Datei ist 25,4 MB groß. Wir haben eine Mod-Hoster-User-Bewertung von 5 Sternen nach 2 Stimmen. Es wurde sich 3-mal bedankt, der Mod wird 3-mal beobachtet und der User wird ebenfalls 3-mal beobachtet. Und ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Mod einmal in-game an. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns jetzt in-game unter der Kategorie Fahrzeuge und LKWs finden wir den LKW. Und zwar hier ist er ganz hinten, wie man sieht, ich scroll einfach nach vorne und nach hinten, dann ganz hinten. Für 48.700 Euro einmalige Anschaffungskosten bekommen wir 279 kW sowie 380 PS, 400 Liter Tank und 60 Liter DEF Tank. 120 km/h, also Geschwindigkeit, und wir schauen mal, was wir ändern können. Wir können die Hauptfarbe ändern in zum Beispiel einem Rotton. Und die Felgenfarbe können wir ebenfalls ändern, zum Beispiel in einen Rotton. So, jetzt machen wir es einfach mal so. Wären aber 1.300 Euro extra. So, dann können wir nur noch den Reifenhersteller zwischen Trelleborg und Lizard ändern. Bei Trelleborg haben wir so, sag ich mal, schon bessere Reifen, wenn man aufs Feld geht. Und bei Lizard sind es dann eher die normalen Reifen für die Straße. Also bleiben wir natürlich bei Trelleborg. Und ja, so werden wir jetzt auf einen Kaufpreis von den Mietpreis von 2.550 Euro kommen oder einen Gesamtpreis von 50.000 Euro. Wir werden uns das natürlich mieten, zum Zeigen reicht es ja. So, wir stehen auch schon direkt, er steht auch schon direkt vor uns und hier steht das Gutstück. Gucken wir jetzt das erstmal von außen an. Ja, kann man nicht zu viel sagen, nicht so viele Texturen vorhanden, aber das, was man sieht, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir steigen mal ein und starten mal den Motor. So, den Motor haben wir gestartet, dann schauen wir einmal rein, haben wir irgendwie Sonderfunktion, wir haben keine Sonderfunktion verbaut, dann können wir natürlich über 0 die Hupe betätigen. Und sonst haben wir normales Licht, nur normales Licht, kein Arbeitslicht, einfach nur Licht. So, wir werden uns einfach den Hänger schnappen und ein bisschen Weizen aufladen. Gut, laden wir erstmal ein bisschen Weizen auf. Genau, erstmal ein bisschen Weizen rein, würde ich sagen. Und dann geht das weiter. Machen wir jetzt ganz schnell. Dauert einen kleinen Moment, aber dann geht's los. So. Dann laden wir jetzt einmal ein bisschen Weizen auf, um das auch zum Zeigen, irgendwas auch zeigen zu können. So rum. Sorry für den kleinen Versprecher gerade. So. Fahren wir gleich einmal eine kleine Runde und laden das schließlich in unserem Silo ab. Aber wir werden erstmal ein kurzes Strecke fahren, um das Fahrverhalten von dem Trecker, von dem LKW zu testen. So. Gleich haben wir es auch geschafft, sind nur noch 3 Big Packs da. Und dann kann es losgehen. So. Einmal rückwärts ran und aufladen. So. Yep. Und den letzten. So, Leute, jetzt haben wir es geschafft. In der Zeit schauen wir uns einmal kurz den Innenraum an. Und er ist auch sehr schick, soweit kann man nichts gegen sagen. Oh, da hat es einmal kurz gehakt, okay. Zwei Liegen sind hier aufgebaut, man könnte also quasi auch in dem LKW übernachten. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Um das Fahrverhalten zu testen. Die Beschleunigung ist schon mal sehr in Ordnung. Es ist nicht extrem schnell von 0 auf 100 quasi. Und ja, warum hakt das gerade so? Ich weiß nicht, sorry dafür. Und ja. Dann fahren wir mal eine kleine Runde. So,
fahren wir hier mal kurz lang. Ja, nehmen wir das Schild mit, gar kein Problem. So. Einmal kurz hier die Straße runter und wir sehen 83 km/h, ist auch eine gute Geschwindigkeit für den LKW. Und ja, Fahrverhalten ist soweit sehr in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Sorry, ich bin leicht erkältet. Sorry dafür, falls man das hört oder so. So, dann fahren wir hier einmal lang. Einmal um Block quasi. Und letztendlich, wie gesagt, enden wir dann in unserem Silo, wo das ganze Weizen rein soll. Gegen Fahrverhalten kann man, wie gesagt, echt nicht meckern. Das ist soweit sehr in Ordnung. Und ja. 83 km/h ist auch super, obwohl 120 angegeben worden. Aber ja, Bremsen tut auch vernünftig. Wunderbar. So. Warum es im Innenraum hakt, weiß ich gerade nicht. Ob das jetzt an meinem Rechner liegt oder weiß ich es nicht. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal kurz in der Außenperspektive, damit es nicht die ganze Zeit hakt. Aber ich entschuldige mich schon mal dafür, falls es an mir liegen sollte. So. Jetzt sind wir quasi einmal um den Block gefahren. Oha, das war ein bisschen zu stark eingelenkt. Sorry da. Und jetzt fahren wir einfach auf unser Silo, was hier vorne steht. Und laden ab. So. Und überladen starten. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Wenn ihr Lust bekommen habt, die Mod selber zu spielen, der Link zum Download des Mods ist in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, ins Spiel reinmachen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis dahin, ciao, Leute.